Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel PCBs in Wirt-Elektronik-Qualität aus Asien. Die Referenten des heutigen Webinars sind Herr Alexander Görz, Commercial Head of Asia Production, und Herr Manuel Meyerhofer, Head of Quality Asia Production, habe ich hier noch stehen. Das ist Technical Head of Asia Production mittlerweile. Ja, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Mein Name ist Alexander Görz und ich bin jetzt seit 2,5 Jahren im Bereich Asia Production verantwortlich für die kaufmännische Leitung. Neben mir sitzt mein Kollege Manuel Meyerhofer. Ja, guten Morgen auch meinerseits. Manuel Meyerhofer, wie schon erwähnt, technischer Gesamtverantwortlicher für den Bereich Asia Production, auch seit gut 2,5 Jahren im Unternehmen. Und nun gebe ich wieder weiter an Herrn Görz, der mal die Einleitung für Sie macht. Jawohl, vielen Dank. Die Wirt Elektronik Asia Production, wir gehen kurz auf die Geschichte, auf die Entwicklung dieses Geschäftsbereichs ein. Wir zeigen Ihnen, wie die Struktur aufgebaut ist, das grobe Organigramm. Wir zeigen Ihnen heute, wie wir Qualität und Logistik meistern. Wir geben Ihnen auch die eine oder andere Idee mit auf den Weg oder zeigen Ihnen auch, wie wir für Sie das Risiko im Leiterplatteneinkauf minimieren können. Und wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten es grundsätzlich gibt, das Design einer Leiterplatte zu optimieren für asiatische Fertigung und in dem Sinne dann auch Kosten zu sparen. Die Asia Production ist noch ein sehr junges Unternehmen im Bereich der Wirt Elektronik Gruppe. Wir wurden vor 8 Jahren gegründet und sind jetzt mittlerweile 56 Personen im Team, wovon 20 hier im Headquarter sitzen in Niedernhall, auch der Hauptsitz der Wirt Elektronik Gruppe, und die restlichen 36 Personen in China sind. Wir konnten letztes Jahr 40 Millionen Euro Umsatz erreichen, planen dieses Jahr wieder mit einer schönen Steigerung. Aktuell im ersten Halbjahr liegen wir 16% über dem Vorjahreswert. Wir erreichen das insgesamt mit 10 Lieferanten und strategischen Partnern drüben in China, mit 18 Fabriken insgesamt. Natürlich, auch unser Name sagt schon Asia Production. Wir werden uns auch weiterentwickeln und gegebenenfalls in anderen Ländern den ein oder anderen Partner zukünftig qualifizieren. Unser Vorteil ist, dass wir enorme Ressourcen haben. Und das sind natürlich die Ressourcen sowohl hier im Team als auch natürlich bei den Lieferanten und Herstellern in China vor Ort. Wir sind somit in der Lage, von Kleinserien bis hoch zu Großserien für sie zu liefern, herzustellen und zu liefern. Wir sprechen hier von ganz einfachen Standard-zweilagigen, überkomplexe, hochlagige Multilayer bis hin zu HDI und Flex bzw. Staflex-Leiterplatten. Sie sehen hier das Organigramm der Asia Production, natürlich etwas vereinfacht dargestellt für den heutigen Zweck. Sie sehen, wir sind mit der Asia Production direkt beim CEO, bei dem Top-Management der Wirt-Elektronik-Gruppe angehängt. Und das hat den Zweck, dass wir als sehr schnelles und agiles Startup noch in dem Bereich gesehen werden, das sich massiv weiterentwickelt hat und auch enorme Pläne hat. Wir werden tatsächlich der Wachstumstreiber auch sein für die Gruppe und dementsprechend sind wir da auch im Fokus mit unserem Team. Unser Team, das ist das Wichtigste, was wir hier auch heute Ihnen zeigen möchten, besteht aus Engineering, Qualität, Logistik, Einkauf und Sourcing sowie Vertrieb. Wir sind so aufgestellt, dass wir jede dieser Abteilungen hier in Deutschland haben und eine Spiegelung dessen mit noch mehr Teammitgliedern in China. Alles wird aus Deutschland herausgesteuert von Herrn Meyerhofer und mir, sowie dann in der nächsten Ebene von den Teamleitern Deutschland, Engineering, Qualität, Logistik, Einkauf, Sourcing und Sales. Für uns ist es wichtig, dass wir extrem flache Hierarchien haben. Das zeigt auch das Organigramm hier. Denn nur so sind wir sehr, sehr schnell und können auch
die Entscheidungen in ihrem Sinne treffen. Das führt uns oder bringt uns an den Punkt, dass wir sagen, wir sind schnell und sind in der Lage, gleichzeitig eine überdurchschnittliche Qualität zu liefern. Ich würde hier jetzt gern, bevor wir in den nächsten Bereich eingehen, Sie zu einer kleinen Kurzumfrage einladen. Und zwar würde uns interessieren, wie groß ist denn Ihr Leiterplatten-Einkaufsvolumen jährlich für unbestückte Leiterplatten? Sie kriegen dazu jetzt einen kurzen Moment Zeit und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Frage beantworten. Wir zeigen das Ergebnis dann auch gleich anonym. Also niemand sieht, was jetzt XY einkauft. 50% haben schon ihre Antworten abgegeben. Vielen Dank dafür. Und jetzt bin ich gleich gespannt auf die Auswertung. 70% haben wir schon dabei. Ich würde sagen, wir warten noch ein paar Sekunden und dann schauen wir uns das Ergebnis doch gleich mal an, bitte. So. Jawohl, das Ergebnis zeigt ganz klar, dass wir hier eine Bündelung haben im Bereich 1 bis 5 Millionen Euro. Einige etwas darunter, einige sogar auch darüber. Und das entspricht auch ganz klar der aktuellen Zielgruppe, in der wir uns in der Asia Production bewegen. Wir bedienen natürlich auch ganz große Kunden, vor allem in dem Bereich Bestücker, EMS-Unternehmen. Wir bedienen aber natürlich auch mittelständische Unternehmen. Gerade für die ist es natürlich sehr angenehm, dass wir eine flache Hierarchie haben, direkte Ansprechpartner. Und so kommen wir da auch sehr, sehr schnell zusammen und können miteinander wachsen. Im Bereich Asia Production stellt sich die Frage, warum sind wir in China? Wir haben ja drei eigene deutsche Werke auch hier in der Wirth Elektronik CBT-Gruppe. Die Asia Production ist der ergänzende Bereich. Das bedeutet, alles, was wir kapazitär nicht abarbeiten können hier oder wo wir preislich nicht in der Lage sind, ist herstellbar in China, in Asien. China ist schon von Beginn an das Land, das die meisten Leiterplatten herstellt. Das Rohmaterial ist dort vorhanden. Das Know-how hat sich über mehr als 20 Jahre dort aufgebaut. Der Staat investiert sehr, sehr viel in diese Technologie, in die Weiterentwicklung. Und wir selber haben sehr, sehr gute Netzwerke vor Ort über unsere Wirth Elektronik Schwesterunternehmen, beispielsweise die ISOS, MITCOM, ICS. Und wir konnten deswegen auch auf deren Know-how zurückgreifen. So konnten wir die Wirth Logistik aufbauen, mitentwickeln. Wir haben das kulturelle und regionale Know-how der Wirth Elektronik für uns genutzt. Und wir haben auch über diese Tochterunternehmen, Schwesterunternehmen Personal gefunden am Anfang. Und das war für uns ganz wichtig. So konnten wir im Prinzip, was normalerweise bis zu 5 Jahre dauert, dieser Lernprozess nach 2 Jahren abschließen. Ich würde gerne auf die zweite Kurzumfrage eingehen. Und zwar würde es uns jetzt sehr interessieren, ob Sie schon in China oder Asien Leiterplatten kaufen und wenn ja, in welchem Verhältnis? Wir schauen uns kurz die Umfrage an, sowie die Rückmeldungen dazu, das Rückmeldeverhalten. 50% haben wir schon, 60 sehe ich gerade, es geht ja rasend schnell heute. Vielen Dank, dass Sie so aktiv mitmachen. Wir sehen, es folgen noch ein paar Grad. Jawohl. Jetzt liegen wir bei knapp 80% schon Rückmeldungen. Sehr, sehr interessant. Es sind welche dabei, die noch gar nicht in Asien einkaufen. Es gibt ein gutes Drittel, was schon in Asien einkauft, ein Drittel des Bedarfs dort bezieht und sogar welche, die
zwei Drittel in Asien beziehen. Das hat natürlich auch seinen Grund. West Coast Country ist es aus unserer Sicht mittlerweile, die Asia Production, nicht mehr das reine Low-Cost Country. Best Coast Country sagen wir, weil man kriegt dort für sein Geld verhältnismäßig viel PCB. So könnte man es sagen. Und warum mehr und mehr Kunden von uns auch auf diesen Bereich bauen, wird Ihnen jetzt gleich der Herr Manuel Meyerhofer sagen. Und er wird Sie in den Bereich Qualität einführen. So, hallo nochmal von meiner Seite. Ich werde Ihnen ein paar Worte zu unserer Qualifizierung unserer strategischen Partner in Asien nennen. Um unsere Kunden sämtlichen Technologien, sagen wir mal von zwei Lagen über komplexe, hochlagige Multilayer bis auch hin zu HDI-Aufbauten beziehungsweise auch komplexen Flex- oder Staflex-Leiterplatten beliefern zu können, arbeiten wir, wie vom Herrn Görz schon erwähnt, mit 10 Fertigungspartnern in 18 Produktionswerken zusammen. Warum genau die Zahl 10? Hört sich ja vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen viel an. Hat auch den Hintergrund, dass wir im Rahmen unserer Risikominimierung für jede Technologie beziehungsweise auch für jedes Preisrange eine Dual-Sourcing-Strategie fahren. Das heißt, sollte auch mal bei einem Fertigungspartner irgendwas passieren. Wir hatten das ja selbst in Niedernhall schon mit dem Feuer erlebt. Kann in China genauso durch Feuer, Überflutung etc. passieren. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, Ihre Produkte dann auch in einem anderen Werk beziehungsweise bei einem anderen Partner dann auch kurzfristig weiter zu produzieren. Um Ihnen Ihre Leiterplatten in der gewohnten Wirtqualität auch liefern zu können, liegt natürlich unser Hauptaugenmerk auf der Lieferantenqualifizierung und auf dem Lieferantenmanagement. Ja, und hiermit forcieren wir eigentlich die kontinuierliche Verbesserung der Fertigung unserer strategischen Partnerschaften in China. Hierzu haben wir in jedem Partnerwerk ein Tandem aus einem Quality Assurance Engineer zusammen mit einem sogenannten Residential Engineer, ja, der eben die Performance des Lieferanten dann trackt, diese auditiert, und der Resident Engineer ist eben auch permanent im Partnerwerk, um ihre Qualität dann sicherzustellen. Dieser Resident Engineer, der ist permanent da, ja, 5 bis 7 Tage die Woche, der schläft auch da, der ist auf der Payroll von uns eben, ja, und begleitet die Prozesskontrolle in der Fertigung und übernimmt sämtliche nachgeschaltete Prüfungen nach der IPC A600 beziehungsweise prüft auch nochmal gegen ihre Kundenspezifikation gegen. Alle unsere Partner sind gemäß den internationalen Zertifizierungsstandards zertifiziert und je nach Anforderungen haben wir da natürlich auch Partner, die jetzt speziell die ISO 13485 beispielsweise, also Medizintechnik haben oder auch für die Luft- und Raumfahrt internationaler Standard 9100 beziehungsweise auch für die amerikanischen Kunden NetCap zertifiziert ist. Das Thema Umweltschutz hat in der Firmenphilosophie der Wirt-Gruppe einen enormen Stellenwert. Deshalb ist es auch für uns ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn einer unserer Partner kein ISO 14001-Zertifikat besitzt. In China selbst gewinnt das Thema auch immer mehr an Bedeutung. So werden Unternehmen, die den Umweltauflagen jetzt nicht genügen, und diese Umweltauflagen sind teilweise kritischer wie in Europa. Ja, diese Unternehmen werden kurzfristig dann auch vom Staat geschlossen. Und dies ist auch einer der Gründe, warum eben die PCB-Manufacturers mittlerweile immer mehr aus Shenzhen abziehen, irgendwo in die sogenannten neuen Industriezonen, die verteilt in China sind, um eben Shenzhen dann auch grüner zu machen, ja, und dort das als Technologiestandort oder Entwicklungsstandort zu sehen. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir als zweites K.O.-Kriterium die Zertifizierungen nach ISO 9001, wie auch die IATF 16949. Heißt nicht, dass alle unsere Partner für Automotive-Produkte freigegeben sind, ja, durch diese IATF 16949-Zertifizierung.
Wir sehen das einfach als höherwertiger, ja, internationaler Standard, und mit dieser Zertifizierung forcieren wir eigentlich die Einhaltung von diesen etablierten Prozessen, den sogenannten Automotive Core Tools, Prozesskontrolle, statistische Prozesskontrolle, FMEA, 8D und so weiter und so fort. Wenn Sie nur irgendwo in China Leiterplatten kaufen wollen, dann geht es eigentlich ohne gezielte Lieferantenqualifizierung auf Dauer sicherlich schief. Und deshalb investieren wir genau in diesen Prozess enorm viel Aufwand. Und diesen Prozess, den möchte ich Ihnen jetzt nochmal genau erläutern. Wir haben den unterteilt in 5 Schritte. Das ist die sogenannte Sourcing-Phase, die Freigabephase, die Vorserienphase, die Serienphase bis hin zur After-Sales-Phase. In der Sourcing-Phase, ja, da haben wir eine sogenannte Longlist, die wir regelmäßig pflegen. Das sind 750 Leiterplattenhersteller aus Asien enthalten. Wenn wir eine neue Anforderung an Partner haben, dann gleichen wir das gegen den Technologiebedarf und die Möglichkeiten, die dieser Hersteller dann mit sich bringt, ab. Wir gleichen das gegen die Preiskategorie ab, Zertifizierungen, die Logistiklösungen, die er bietet, hat er beispielsweise auch UL und so weiter. Und dann brechen wir das runter auf 4 bis 6 potenzielle Partner. Ja, da bilden wir unsere sogenannte Shortlist daraus. Und dahingehend oder daraufhin führen wir eine erste Potenzialanalyse nach VDA 6.3 durch und gewinnen so durch diesen Erstbesuch beim Hersteller auch einen ersten Eindruck. Nach Abschluss von diesem Schritt bleiben in der Regel noch 2 bis maximal 3 potenzielle Partner übrig. Dann gehen wir in die sogenannte Freigabephase, Approval-Phase. Von diesen 2 bis 3 Herstellern werden sämtliche 3 Tage lang auditiert. Bei diesem Erstaudit, da nimmt neben unseren qualifizierten VDA 6.3 Auditoren aus China immer auch ein deutscher Spezialist teil. Und sofern dieses Audit dann positiv verlaufen ist, produziert der Lieferant uns das erste Mal tatsächlich auch Leiterplatten. Diese werden dann in unserem Quality Design Center QDC in Longgang, ja, geprüft, als auch in unseren deutschen Werken gegengeprüft. Läuft hier ebenfalls alles positiv, wird ab diesem Zeitpunkt einer unserer Mitarbeiter, der sogenannte Resident Engineer, immer vor Ort sein. Da kommen wir dann in die Vorserienphase. Da werden dann erste Kleinserien von uns oder vom Partner produziert. Und dieser Prozess, der Produktionsprozess, wird komplett von Anfang bis zum Ende eben durch unsere Ingenieure vor Ort begleitet. Ja, und auch diese Teile gehen wieder in unser Labor in Longgang, das zeige ich Ihnen im Anschluss nochmal kurz, gegengeprüft und ebenfalls in Deutschland. Parallel dazu, ja, werden die KPIs beim Hersteller durch Schnittstellen unsererseits getrackt. Da gibt es ein Update alle 6 Stunden. Ja, und hier sehen wir genau, wie ist die Scrap Rate, was geht vorher, vor dem Bohrprozess beispielsweise, wie viele Stück gehen in den Prozess rein, wie viel kommen danach wieder raus. Ja, da haben wir Alarmsysteme dafür. Alle 6 Stunden bekommen wir hier ein Update, so können wir immer nachverfolgen, wo denn Ihre Leiterplatte im Speziellen momentan ist. Die Performance wird auch in unserem Lieferantenmanagement-Tool verfolgt, somit können wir immer Echtzeit auch die Lead-Time, den Lieferservice-Grad mit Zeit und Menge kontrollieren und so auch relativ live die Performance von unserem Lieferant messen. Nun sind wir so im zeitlichen Ablauf ungefähr bei 6 Monate. Ja, ist das alles zu unserer Zufriedenheit, dann werden wir einen dieser Lieferanten offiziell freigeben. Und damit kommen wir in die Serienphase. In der Serienphase wird unser Resident Engineer jedes Neuteil von Ihnen in die Hand nehmen. Das passiert genau nach der Endkontrolle unseres Fertigungspartners. Da nimmt eben unser eigener Mitarbeiter Ihre Teile nochmal in die Hand und prüft die gegen Ihre Spezifikation. Und dies geschieht
in der Mindestanforderung nach der ISO 25089 AQL Level 2 beziehungsweise dann auch nach Kundenvorgabe. Stichproben werden weiterhin entnommen, ja, und werden durch einen gewissen Algorithmus auch in unserem Labor in Longkang eingesteuert. Und dahingehend checkt man eben, wie sieht die Leiterplatte denn heute aus und wie hat die denn vor einem Monat ausgesehen, um so Abweichungen schnell erkennen zu können. Zu guter Letzt kommen wir dann in die After-Sales-Phase. Wie schon erwähnt, haben wir eine kontinuierliche Überwachung der Performance. Wir haben eine monatliche Mitteilung des Ergebnisses der Performance an die Lieferanten mit der Generierung entsprechender Maßnahmen, ja, falls diese erforderlich sind. Darüber hinaus eine quartalsweise Bewertung, wo auch ein Management-Meeting mit dem Top-Management beim Lieferanten und auch uns stattfindet. Falls doch mal was schief gehen sollte, ja, ein ganz wichtiger Punkt, arbeiten wir selbstverständlich nach der 8D-Systematik. Wichtig dabei für Sie ist zu wissen, dass Sie sich niemals mit kulturellen bzw. auch sprachlichen Barrieren auseinandersetzen müssen, sondern als Ansprechpartner immer einen deutschen Mitarbeiter im Stammwerk in Niedernhall haben. Weiterhin führen wir jedes Jahr mindestens ein VDA 6.3 Audit beim Lieferanten durch. Das geht dann auch wieder je nach Größe und Technologie 3 bis 5 Tage. Darüber hinaus haben wir die sogenannten Mini-Audits. Das sind geplante bzw. auch mal ereignisbezogene Audits, die speziell in einen gezielten Produktionsprozessschritt, ja, ich habe vorhin das Bohren erwähnt, reingehen. Hier schauen wir uns natürlich an, was vielleicht nicht so gut läuft. Aber wir verschauen uns vor allem an, was gut läuft. Ja. Und genau diese Punkte erfassen wir dann in einer sogenannten Wissensdatenbank und benutzen diese Informationen dann eben wieder beim Audit des nächsten Lieferanten und können durch diese Audits unsere Lieferanten pushen und sie gegenseitig dann so, ja, sozusagen aufqualifizieren. Unsere Lieferanten und Partner, die schätzen das halt sehr, da sie uns dann nicht einfach als Kunden sehen, ja, sondern ganz klar als Partner auf Augenhöhe, der mit jahrelanger PCB-Erfahrung, speziell aus Deutschland, sie natürlich dann auch auf ein höheres Niveau bringt. Ja. Wir führen auch regelmäßige Workshops dahingehend durch und haben Austauschprogramme zwischen unseren chinesischen Freunden und eben den deutschen Werken. Vorhin schon mal angesprochen, möchte ich noch mal kurz auf unser Quality Design Center in Longgang eingehen. Ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das hat in dieser Form sicherlich kein PCB-Hersteller oder auch Trader. In dem unteren Bild rechts sieht man das Gebäude mit dem grünen Dach. Ja, in der Mitte ist unser Quality Design Center. 3 Stockwerke, das vierte kommt jetzt dazu. Da führen wir gemeinsam mit unserer Schwester der ISOs 1300 Incoming Quality Inspections pro Monat durch und 150 Zuverlässigkeitsprüfungen. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen im Anschluss auch die Equipmentliste zukommen lassen. Also es ist wirklich ein Vorzeigeobjekt in China, das auch nach deutschen Standards betrieben wird, sprich ist akkreditiert und die Maschinen, die wir in China finden, haben wir auch in Deutschland nochmal, sodass die Steuerung dahinter einfach gespiegelt werden kann. Ein weiteres sehr interessantes Thema ist die Lagerhaltung einer Leiterplatte und vor allem die damit einhergehende Lieferzuverlässigkeit. Wir haben 2017 unser eigenes Asia Production Lager hier am Hauptsitz in Deutschland in Niedernhall aufgebaut. Und das ist mittlerweile auch schon ganz gut ausgelastet, zu über 70% mittlerweile. Wir haben hier 480 Palettenstellplätze und liefern pro Monat circa 5000 Sendungen aus. Dieses Lager ist auch ganz wichtig für uns und auch in dem Fall natürlich vor allem für Sie, liebe Kunden. Denn hier haben wir die Möglichkeit für Sie, Ware einzulagern und dann auf Ihre Abrufe entsprechend kurzfristig zu reagieren, sodass innerhalb von 24 Stunden auch abgerufene
Ware bei Ihnen im deutschsprachigen Raum ist. Und ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein, wenn es um das Thema Lieferzuverlässigkeit geht. Das nächste Thema wäre in dem Fall eine Umfrage, die Kurzumfrage Nummer 3 und in dem Fall auch die letzte Umfrage für heute. Uns würde ganz arg interessieren, Sie haben sicherlich auch Ihre Erfahrungen aktuell in der Covid-Situation gemacht. Covid-19 hat die Lieferkette von vorne bis hinten beeinflusst. Wie reagieren Sie in Zukunft mit Ihrem Einkaufsverhalten drauf? Wird es so bleiben wie gehabt? Werden Sie mehr wieder auf regionale, in dem Fall europäische Fertigung setzen? Oder sagen Sie, der mit Covid einhergehende Kostendruck wird uns dazu bringen, dass wir zukünftig sogar mehr in Asien beziehen werden? 50% haben schon abgegeben. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, vor 90% spreche ich nicht weiter. Jawohl. So, jetzt ist das Ergebnis da. Ja, der Großteil in dem Fall wird unverändert weitermachen. Einige sagen, sie werden sich wieder mehr auf das Regionale beziehen. Und sogar ein ganz interessanter Teil sagt, es wird in Zukunft so sein, dass wir noch mehr in Asien einkaufen müssen. Insgesamt spiegelt auch das unsere Erfahrung der letzten Wochen und Monate wieder. Wir sind sehr häufig im Kundenkontakt, im persönlichen Austausch. Und ich kann Ihnen sagen, dass das durchaus auch so den Durchschnitt widerspiegelt, wie wir es erfahren. Wir kommen zum letzten Punkt für heute. In dem Fall geht es darum, Kosten und Qualität. Und natürlich ist man kostengetrieben. Wir wollen alle günstiger einkaufen, alle wettbewerbsfähiger sein. Aber die Qualität, bitteschön, sollte nicht darunter leiden. Und das ist natürlich in Ihrem Sinne und auch im Sinne Ihrer Kunden wiederum. Wir sind hier in Deutschland ja so aufgestellt, dass wir auch das Engineering haben, dass wir unseren eigenen Einkauf haben und genauso auch in China das widerspiegeln. Und mit diesem Team sind wir in der Lage für Sie, wenn Sie das möchten, schon zu Beginn einer Leiterplattenentwicklung zu unterstützen. Wir sagen Ihnen, oder können Ihnen einfach auch beratend zur Seite stehen, Ihrem Entwicklerteam, Ihrem Einkaufsteam. Wo gibt es noch welche Kostenschraube zu drehen? Wo kann man am Material gegebenenfalls etwas ändern? An der Panelauslastung oder eben auch, dass wir für Sie vor Ort dann nochmal das entsprechende nachverhandeln. Je früher Sie uns dazu holen, desto flexibler werden wir alle sein. Und desto größer ist dann auch der Effekt aus diesem Arbeitsplan. Also wenn Sie möchten, nochmal der Appell, gehen Sie auf uns zu. Es kostet Sie nichts. Wir sind für Sie da. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir Ihnen hier zur Seite stehen dürfen. Wir kommen auf die letzte Seite. Noch einmal zusammenfassend die Vorteile, die wir Ihnen bieten können. Wir sind für Sie als Händler da, allerdings als Händler mit angedockter eigener Produktion in Deutschland, in den Werken. Das bedeutet, wir wissen, wie man Leiterplatten baut. Über 50% unserer jetzigen Kolleginnen und Kollegen in der Asia Production kommt auch ursprünglich aus dem Bereich Entwicklung der deutschen Werke. Das heißt, wir wissen, wovon wir sprechen. Wir wissen aber auch, was die Risiken bei einer Leiterplattenproduktion sein können und können das entsprechend dann auch in China vor Ort steuern. Dadurch minimieren wir natürlich das Risiko für Sie. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein Ausfall eines fertigen Produktes im Feld und den ganzen Rückruf, der dann damit zusammenhängt. Das wollen wir natürlich für Sie definitiv vermeiden. Wenn es doch einmal dazu kommt, dass hier was passiert, dann hat der Herr Mayrhofer schon gesagt, dann ist das deutschsprachige Team für Sie da als Ansprechpartner Nummer 1. Wir regeln das für Sie. Wir haben auch im Hintergrund nicht nur die Versicherungen der Lieferanten aus China, sondern wir haben auch unsere eigene Wirt-Elektronik-Versicherung. Und in dem Fall kann ich Ihnen sagen,
ist bis dato alles zugunsten der Kunden entsprechend geregelt worden. Und wir werden das auch in Zukunft so unkompliziert handhaben. Insgesamt die Themen, die wir angesprochen haben, wir sind vor Ort in Asien. Wir haben die Schnittstellen, die Austauschmöglichkeiten zwischen den einzelnen Abteilungen, aber auch mit dem QDC in China und hier in Deutschland. Wir sind als Unternehmen bei der Wirt-Gruppe als enorm starkes Konstrukt weltweit angedockt und wir wissen selber, wie man Leiterplatten baut. Schlussendlich führt uns das zu einer extrem niedrigen Reklamationsrate von 0,8% und von einer Liefertreue durchschnittlich aufs ganze Jahr, trotz Corona gesehen, von über 93%. Wir denken, dass wir durch diese Struktur, die wir hier mitentwickeln durften und auch entsprechend weiterentwickeln dürfen, sowie die Qualitätsauditprozesse etc. für Sie definitiv der stabilste Partner sein können in diesem Bereich. Und wir würden uns freuen, wenn wir da zukünftig noch mehr mit Ihnen gemeinsam machen dürfen. Wir sind jetzt mit unserem Webinar offiziell am Ende. Wir würden aber gerne noch Fragen von Ihnen beantworten. Wenn Sie uns Fragen einreichen, dann können wir direkt Bezug darauf nehmen.